Das Schweriner Schloss. Märchenhaft, malerisch und der schönste Landtagssitz Deutschlands. Nun auch mit einem modernen Plenarsaal. Wir reden ja immer selbst vom schönsten Landtagssitz Deutschlands. Und wir konnten nicht wirklich behaupten, dass der Plenarsaal sozusagen an dieses Attribut rankommt. Das ändert sich. Ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der sagt, wir haben jetzt auch den schönsten Plenarsaal Deutschlands. Nach 4 Jahren Bauzeit ist er fertig. Der neue Plenarsaal des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Hell, zeitgemäß und funktional. Was mich an diesem Saal wirklich sehr beeindruckt, ist die gelungene Verbindung zwischen Historie und den Ansprüchen an einen modernen Plenarsaal. Und es ist nicht nur ein funktionaler Raum, sondern es ist auch ein optisch sehr ansprechender Saal geworden, der auch in der Gestaltung, denke ich, durchaus zeigt, dass wir Transparenz, Offenheit und eine gute Atmosphäre mit dem Raum schaffen. Ein funktionaler Raum, eingebettet in die historischen Mauern des Schweriner Schlosses und gestaltet nach dem Entwurf der Architekten Veronika Dannheimer und Tillmann Joos. Die Vorstellung in unserem Entwurf ist ja die Überlagerung von 2 wesentlichen Fakten. Es ist einerseits der Bestand und insbesondere hier auch der verlorene Bestand. Also die Historie dieses Raumes, der vor gut 100 Jahren abgebrannt ist, danach vielfältig umgebaut wurde und heute in einem ganz neuen Gewand dasteht. Nämlich in einem Gewand, was einerseits diese Spuren zeigt, das heißt in dem Mauerwerk, welches nur geschlemmt ist, kann ich die Ziegel ablesen? Kann ich alte Ornamente ablesen? Kann ich alte Stahlbetonunterzüge, die noch in den Wänden stecken, ablesen? Ich bin also in der Lage, die Historie zu begreifen und sie ergreifen. Ich kann sie tatsächlich spüren. Dem ist entgegengesetzt das sehr präzise Neue, eine neue Zeitschicht, die eine ganz klare Kante hat. Und dieses ganz klare Geradlinige steht dann eben wieder im Kontrast zu dieser weichen Oberfläche der Wände. Der neue Plenarsaal, Ort des demokratischen Austauschs und der Transparenz. Herzstück des neuen Saals ist die kreisrunde Anordnung von Präsidium- und Abgeordnetenplätzen. Besucher und Presse können das Parlamentsgeschehen direkt von den Tribünen aus verfolgen. Es geht ja in der Plenardebatte nicht darum, den Entscheidungsprozess herbeizuführen. Die Plenardebatte ist dazu da, den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes nachvollziehbar zu erklären, wie wir zu Entscheidungen gekommen sind und wer welche Positionen vertreten hat. Vorbei sind die Zeiten der schulähnlichen Bestuhlung im alten Plenarsaal, wo Presse und Bürger nur teilweise mitbekamen, was die Abgeordneten taten und sagten, wo die Wege lang und die Sicht eingeschränkt waren. Verbesserungen liegen natürlich auf der Hand, wenn man sich den alten Plenarsaal anguckt. Mal unabhängig davon, dass er technisch völlig überholt und nicht mehr funktionsfähig war, war ja auch die Raumstruktur eigentlich völlig ungeeignet. Wir hatten eine Atmosphäre, dass die Abgeordneten wie im Bus saßen, alle hintereinander, dass man im Prinzip nur die Rücken der Kolleginnen und Kollegen gesehen hat, dass das Publikum, also die Gäste, die Besucher, nichts wahrnehmen konnten von Gestik und Mimik. All dies ist im neuen Plenarsaal besser. Aber bis dahin war es ein weiter Weg. Ein Saal. 150 Jahre wechselvolle Geschichte und 4 Jahre Bauzeit. Am 10. Juni 2012, zum Tag der offenen Tür des Landtages, kann der alte Festsaal letztmalig besichtigt werden. Kurz darauf beginnt im Sommer 2012 der Ausbau des Mobiliars und der Holzverkleidung. Dieser vorsichtige und umsichtige Abbruch aller Einbauten ist nur mit Handarbeit möglich. Damit alle Abgeordneten im späteren Plenarsaal Platz finden, muss die Rückwand des alten Plenarsaals weichen. Lautstarke Arbeiten, die in der Sommerpause 2012 stattfinden. Der Abtransport erfolgt über einen Bauaufzug an der Südseite des Schlosses. So werden die historischen Räume des Schlossmuseums, die Büros der Abgeordneten, der Fraktionen und der Landtagsverwaltung sowie die Gastronomie so wenig wie möglich beeinträchtigt.
Die Schwierigkeit mit so vielen unterschiedlichen Nutzern und vor allem dem Aufrechterhalten dieser Nutzungen während der Bauzeit hat natürlich auch viel herausgefordert. Anfang 2014 kann die vorhandene Bausubstanz umfassend begutachtet und dokumentiert werden. Reste des Goldenen Saals oder Befunde zu dem Schlossbrand von 1913 bleiben jedoch aus. Mit der statischen Ertüchtigung des Fußbodens ist eine erste wichtige Etappe auf dem Weg zum neuen Plenarsaal geschafft. Das Raumgerüst kann aufgestellt werden. Währenddessen konzentrieren sich 2015 die Arbeiten auf das ehemalige sechste Obergeschoss. Hier, über dem neuen Plenarsaal, muss die Decke des zukünftigen Plenarsaals erneuert werden. Dafür muss erst einmal die alte Decke weichen. Fachfirmen stemmen insgesamt gut 375 Tonnen Stahlbeton heraus. Keine leichte Aufgabe. Hier sind immer wieder Alternativlösungen überlegt und gefunden worden, um die Nutzerinteressen zu wahren. Ein Beispiel: Ursprünglich war vorgesehen, den Museumseingang zu verlegen, das Schlosscafé zu schließen, weil man den Beton in großen Quadern raussägen und mittels eines Krans bewegen wollte. Das wäre unter Verkehrssicherungsaspekten hochproblematisch gewesen, man hätte alles sperren müssen. Die Lösung? Auch hier erfolgt der Abtransport in kleinen Blöcken a 100 Kilogramm über den Bauaufzug außen am Schloss. Um für die Statik des Schlosses gefährliche Gewichtsverlagerungen zu vermeiden, wurde bereits bei der Bauplanung darauf geachtet, Lasten, die entfernt werden, ausgleichend auch wieder hineinzubringen. Für die neue Decke des Plenarsaals und die neuen Tribünen werden insgesamt gut 200 Tonnen Stahl verbaut. 2015 lassen sich erstmals die Raumdimensionen des Saals erkennen. Ende des Jahres ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Die Stahlkonstruktionen der Presse- und Zuschauertribünen werden eingebaut. Hier sollen einmal insgesamt 96 Personen Platz finden. Ein erster Vorher-Nachher-Eindruck ist möglich. Immer wieder wird parallel an allen Stellen des Saals gearbeitet. Mauerwerk ausgebessert, die Lüftungsanlage installiert und der Innenausbau vorbereitet. Von Anfang an wird der Bedarf an Elektro- und Medienkabeln bedacht. Gut 65 Kilometer Datenleitung werden verborgen in Schächten und Steigern verlegt. Hinzu kommen 72 Kilometer Stromkabel. Schließlich soll jeder Platz der Abgeordneten elektrisch versorgt sein. Von all den Kabeln soll am Ende nichts mehr zu sehen sein. So wird in aufwendiger Kleinarbeit die Unterkonstruktion für den Boden geschaffen. Während der Boden wächst, herrscht außerhalb des neuen Plenarsaals geschäftige Anspannung. Die Elemente der Kühlanlage müssen unters Dach. Mehrere hundert Kilogramm wiegt ein Element. Ohne den 60 Meter hohen Baukran wäre das nicht machbar. Mit Fingerspitzengefühl werden die Kühlelemente durch ein Fenster unter das Dach des Schlosses manövriert. Von hier aus reguliert die neue Lüftungssteuerung die Zu- und Abluft für den Plenarsaal. Im Saal selbst ist nun Millimeterarbeit gefordert. Während tagsüber die Türen eingesetzt und die Elektrokabel verlegt werden, nutzen die Parkettleger die Ruhe der Nacht, um konzentriert zu arbeiten. 400 Quadratmeter Escheparkett werden passgenau verlegt. Esche gebürstet, weiß lasiert, anschließend lackiert und zur Sicherheit immer wieder abgedeckt. Im Rahmen der denkmalpflegerischen Instandsetzung werden auch die an den neuen Plenarsaal angrenzenden Vorräume in die Baumaßnahme einbezogen. Die originalen Hölzer des Bodens werden aufgearbeitet und an Ort und Stelle mit gut 1000 Originalnägeln wieder befestigt. Auch an der Decke wird Hand angelegt.
Die beschädigten Stuckelemente werden gereinigt und nachgearbeitet. In neuem Glanz verleihen sie den Vorräumen das historische Ambiente. Und immer wieder kommt der Kran zum Einsatz. Für den Transport der bis zu 800 Kilogramm schweren Glasscheiben muss es nahezu windstill sein. Besonderes Merkmal des Entwurfs von Dannheimer und Joos ist die offene und luftige Gestaltung des Saals. Unterstrichen wird diese durch große Elemente aus Sicherheitsglas. Für die Montage der fast 9 Quadratmeter großen Scheiben sind vor allem Nervenstärke und Spezialtechnik notwendig. Wir haben es geschafft, auch durch Wegnehmen von viel lichthemmender Innenverkleidung und auch durch das Öffnen einfach der Raumbezüge zu den angrenzenden Lobbyräumen, dem wieder eine große Transparenz zu geben, die auch ursprünglich vorhanden war. Das heißt, wir haben eine Transparenz einerseits in Nord-Süd-Richtung durch Tageslicht aus den Nord- und der Südfassade und andererseits die Transparenz innerhalb des Raumes, die man erlebt, wenn man als Besucher in den Vorräumen ist und dann auf die Tribünen treten wird. Neben den zahlreichen Glaselementen wird der neue Plenarsaal auch von mehr als 3300 weißen Lamellen geprägt, mit einer Gesamtlänge von fast 7 Kilometern. Diese Sonderanfertigungen regulieren an den Wänden die Akustik und an der Decke die Klimatisierung des Saals. Durch die Lamellen greifen wir sozusagen wieder auf diese vertikalen Grundstrukturen, die wir gesehen haben, in Form von Pilastern, Kanneluren, also sehr vielen vertikalen gliedernden Elementen, die im Saal vorhanden waren, und zeigen gleichzeitig durch die Transparenz, durch die Durchsicht, die wir haben, in unterschiedlich changierenden Blickwinkeln nur punktuell den Durchblick und sehen im Allgemeinen einen weißen Raum. Besonders die letzten Tage vor der Eröffnung des Saals sind für alle Gewerke arbeitsreich und anstrengend. Ohne den engagierten Einsatz aller Beteiligten wäre der geplante Eröffnungstermin nicht zu schaffen gewesen. Mit einem Baustellenfest und einem ganz persönlichen Rundgang für die Handwerker und ihre Familien dankt die Landtagspräsidentin den mehr als 70 beteiligten Firmen und ihren Mitarbeitern. Wir sind aus einem, denke ich, sehr, sehr wunderbaren Anlass hier heute zusammengekommen. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und natürlich soll diese Veranstaltung in erster Linie ein Dankeschön an Sie alle sein, die dafür gesorgt haben, dass wir trotz Pannen das Ziel, das wir uns mal gesetzt hatten, erreicht haben. Dank dieses großen Einsatzes der Firmen und der Landtagsverwaltung kann schließlich am 23. September 2017 der fertige Plenarsaal erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass Sie heute die Ersten sind, die in diesen Saal kommen. Sie schicken uns als Abgeordnete dahin, um Politik für Sie zu machen. Mit Ihnen und nicht ohne Sie. Zahlreiche Besucher nutzen die Chance, sich gemeinsam mit der Landtagspräsidentin noch vor den Abgeordneten den neuen Plenarsaal anzuschauen. Ihr Abgeordneter oder Ihre Abgeordnete ist jetzt transparent. Sie können sehen, was macht er auf seinem Platz. Jetzt können Sie alles genau verfolgen, ob der aufmerksam ist oder nicht. Und das ist Ihr gutes Recht. Sie sind diejenigen, die uns hierher geschickt haben. Sie müssen sehen können, was Sie getan haben. Gute Sicht von den Besuchertribünen und eine moderne Optik. Das kommt bei den Gästen an. Ich finde es eine gelungene Architektur. Sehr hell, sehr schön, sicherlich von der Akustik auch. Am meisten gefällt mir die offene Besuchertribüne. Die sieht man ja jetzt hier auch gut. Und so, dass man doch schon den Wunsch hat, auch mal hier einfach herzukommen und sich das mal anzugucken. Am 26. September 2017 ist es schließlich soweit. Der neue Plenarsaal wird feierlich eröffnet. Zu den Ehrengästen gehört auch der frühere Landtagspräsident Rainer Prachte. Liebe Abgeordnete, nutzen Sie die Möglichkeiten, die die Verfassung Ihnen gibt. Seien Sie ein starkes Parlament und genehmigen Sie sich Stärke. Sie sind der Haushaltsgesetzgeber. Üben Sie sich, was die Stärke des Parlaments angeht, nicht in falscher Bescheidenheit. Dieser Plenarsaal muss die Herzkammer
muss das ganze Land, muss jeden Winkel des Landes mit Energie und frischem Blut, in diesem Fall hinreichender, insbesondere finanzieller Unterstützung versorgen. Deswegen, bei aller Bedeutung dieses Plenarsaals, das Wichtigste sind die Menschen, sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der scheidende Bundestagspräsident Professor Dr. Norbert Lammert hält ein flammendes Plädoyer für die parlamentarische Demokratie und appelliert an das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Politik kann immer nur so gut sein, wie die Leute, die sich für das Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Jeder, der sich selbst für die Politik für zu gut hält, muss wissen, dass er sie damit anderen überlässt, die er selbst für schlechter hält. Alle Festredner sind sich einig. Die Arbeit der Abgeordneten soll sich auf das Wohl der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern konzentrieren. Der neue Saal bietet für die politischen Debatten einen idealen Rahmen. Er regt zum Diskurs und zum Austausch an. Die Form, die wir gewählt haben für die Anordnung der Parlamentarier, der Abgeordneten, der Regierung, des Redners, haben wir extra in einem Kreis gemacht, in der Form, die wir als Vorbild sehen oder als symbolisch für den demokratischen Dialog. Wenn wir Demokratie leben wollen, müssen wir Vorbild sein. Und dazu gehört auch eine sachliche, wenn auch harte Debatte in der Sache, aber immer unter Respekt dem gegenüber, mit dem wir uns gerade auseinandersetzen. Nach 4 Jahren Bauzeit und vielen Mühen ist mit dem neuen Plenarsaal ein moderner Ort der Demokratie geschaffen worden.